Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Buchholz, unsere Position zu dem Erfolg des Volksbegehrens hat übrigens nichts mit Haarspalterei zu tun, sondern es hat was mit einem Demokratieverständnis zu tun, das wir mal miteinander geteilt haben. Und es hat was mit Ehrlichkeit zu tun, wenn man trotzdem darauf hinweist, dass man auch abweichende Positionen hat. Das eine und das andere kann durchaus zusammengehen. 233.000 Unterschriften, das ist zweifellos ein Erfolg, auch wenn es noch der Volksentscheid noch nicht entschieden ist. Respekt und Glückwunsch also an die Initiative und die vielen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Dieser Erfolg macht manchen einen großen Strich durch die Rechnung. Und er ist nicht zuletzt die Quittung für die ignorante Politik von Senat und Koalition. Viele haben unterschrieben, weil sie sich ein Tempelhofer Feld frei von jeglicher Bebauung wünschen oder weil sie mit den Senatsplänen nicht einverstanden sind und die Möglichkeit des Protests genutzt haben. So oder so, ein Weiter-so kann es nicht geben, und das ist gut so. Die Berlinerinnen und Berliner haben sich das Tempelhofer Feld seit seiner Eröffnung im Frühjahr 2010 ganz eigenmächtig und kreativ angeeignet. Sie können mit der großen Freifläche offenbar etwas anfangen, anders als der Senat, der immer noch Angst hat vor der Leere und den daraus erwachsenen Möglichkeiten. Aber anstatt in einen kontinuierlichen öffentlichen Dialog über die Zukunft einzutreten, trieb die landeseigene Tempelhof Projekt GmbH gemeinsam mit der Senatsverwaltung die Entwicklungsplanung voran. Fortan wurde in nicht öffentlichen Zirkeln gewissermaßen am grünen Tisch am Konzept gefeilt und in öffentlichen Präsentationen Zwischenergebnisse verkündet. Widerspruch und Protest wurden beiseite geschoben. Die Konfrontation war da und wurde immer größer. Kein Wunder, dass sich in dieser Lage die Initiative mit vielen Unterstützern auf den direkt demokratischen Weg machte. Welche erfolgversprechenden Alternativen hätte es denn sonst gegeben? Aber das schien den Senat nicht zu beeindrucken. Auch während der zweiten Phase des Volksbegehrens wurden Bebauungspläne ausgelegt und Wettbewerbe veranstaltet. Den Bau des umstrittenen Wasserbeckens auf der Freifläche stoppte nur ein Eilantrag des BUND. Viele Menschen fürchten mit der geplanten Bebauung am Tempelhofer Feld nicht nur steigende Mieten im Umfeld. Sie sehen in der geplanten Randbebauung den Anfang vom Ende des frei zugänglichen und vielfältig nutzbaren Wiesenmeers. Sie fragen sich, wie wir, warum sich der Senat nicht auf die Herrichtung des riesigen Bestandsgebäudes konzentriert. Stattdessen werden Baufelder vorbereitet, die genau diese Nutzbarmachung des denkmalgeschützten Kolosses behindern. Der Senat kann bis heute nicht sagen, warum am Tempelhofer Feld neue Gewerbeflächen benötigt werden, wo doch an anderen Stellen in der Stadt Gewerbeflächen leer stehen, neu entstehen oder absehbar brachfallen. Mit dem Ziel, preiswerte Wohnungen am Tempelhofer Feld zu bauen, können sich viele Menschen identifizieren. Aber sie trauen dem Ganzen nicht und fragen, wie soll das gehen? Gibt es nicht genügend andere Stellen und geht es dort nicht billiger? Klar geht das, sagt zum Beispiel die Plattform Nachwuchsarchitekten, Zitat, dort, wo Infrastruktur bereits vorhanden ist, am besten beim Nachverdichten im Bestand, ob durch Umnutzung leerstehender Büros und Ladenflächen oder durch Baulückenschließung sowie den Ausbau von Dachgeschossen. Es gibt viele Möglichkeiten, mit kreativen Ideen neuen Wohnraum zu schaffen. Zitat Ende. Der angekündigte Wohnungsbau durch öffentliche Gesellschaften und Genossenschaften ist zunächst nichts weiter als der Köder für die geplante Gesamtentwicklung, in deren Verlauf auch Private einsteigen sollen und werden. Einer weiteren Privatisierung öffentlicher Flächen wäre damit Tür und Tor geöffnet. Und solange nicht klar ist, zu welchen Konditionen Gesellschaften und Genossenschaften bauen können, in welchem Umfang und zu welchen Mieten preisgünstige Wohnungen entstehen und welche Auswirkungen das auf Bestandsmieten und Wohnungsbestand anderswo hat, ist das alles nicht mehr als ein leeres Versprechen. Diese Zahlen müssen auf den Tisch. Apropos Zahlen. Zu Aufwand und Nutzen der städtebaulichen Entwicklung wird mit Zahlen jongliert, die sehr fragwürdig sind. Würde nicht hier, sondern anderswo gebaut, entstünde über 50 Jahre ein volkswirtschaftlicher Schaden von 298 Millionen Euro, also rund 6 Millionen Euro jährlich, hat ein renommierter Gutachter errechnet. Selbst wenn das stimmte und nachvollziehbar wäre, was es nicht ist, was ist diese Summe im Vergleich zu der Tatsache, dass wir weltweit um diese Freifläche beneidet werden,
dass ihr wahrer Wert in ihrem Naturpotenzial, in ihrer stadtklimatischen Funktion und in ihren unendlichen Möglichkeiten zur Aneignung liegt. Es hilft nichts. Statt Propaganda, Zahlenvoodoo und Hochglanzbroschüren ist jetzt Partizipation und Meinungsstreit angesagt. Über Argumente, Fakten und belastbare Zahlen. Das hat das Volksbegehren bereits erreicht und damit einen wichtigen Anstoß für eine neue Planungskultur in der Stadt gegeben. Der Senat ist nun in der Pflicht, mit den Initiatoren und der gesamten Stadt in einen Dialog zu treten. Unser Vorschlag für ein Moratorium und Mediationsverfahren liegt seit fast einem Jahr auf dem Tisch. Es gilt, den weiteren Planungsprozess nicht konfrontativ, sondern partizipativ zu gestalten, mit möglichst breiter Öffentlichkeitsbeteiligung. Ob es für einen solchen Ansatz überhaupt noch eine Chance gibt, liegt allein in der Hand von Senat und Koalition. Am Anfang könnte zum Beispiel eine vorurteilsfreie Erhebung der Bürgerwünsche stehen, in der gesamten Stadt, bei denen, die das Feld aktuell nutzen, und bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Es wäre für uns alle neu und interessant zu erfahren, was dabei herauskäme und insbesondere auch welche Unterschiede. Die künftige Planung darf nicht mehr in Closed Shops, kleinen Zirkeln stattfinden. Die guten Erfahrungen mit den Begleitkreisen bei Stadtentwicklungsplänen sollten aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Senat, Bezirke, Verbände, Nutzer, Anwohner und natürlich die Initiative können sich hier kontinuierlich, jetzt hören Sie zu, und öffentlich nachvollziehbar austauschen, Strategien und konkrete Handlungsschritte besprechen. Öffentliche Veranstaltungen sollen nicht nur regelmäßig stattfinden, sondern auch dokumentiert werden. Sie sollen eben nicht nur Informationscharakter haben, sondern dem Austausch und der Rechenschaftslegung dienen. Bürgergutachten, Planungswerkstätten, Projektbeiräte und andere Beteiligungsinstrumente sind in Berlin nicht neu und sollten auch hier zum Einsatz kommen. Und ihre Qualität bemisst sich daran, ob Ergebnisse aus diesen Beteiligungsverfahren auch wirklich und nachvollziehbar in die Planung einfließen. Um möglichst viele zu erreichen, müssen Barrieren, sprachliche, inhaltliche und räumliche, aktiv abgebaut werden. Die gute Idee der Pioniernutzung sollte auch dazu dienen, diese Nutzer an der Planung zu beteiligen. Die Regeln für Bewerbung und Nutzungsdauer müssen transparenter werden und übrigens Bewerbung und Mitsprache müssen auch auf Englisch und Türkisch möglich sein. Das ist heute nicht so. Die Partizipationsangebote müssen für alle zugänglich sein. Laien müssen den Diskussionen folgen können. Infobroschüren müssen auch in anderen Sprachen verfügbar sein. Auch behindertengerechte Veranstaltungsorte und Gebärdendolmetscher gehören dazu. Das sind alles Anforderungen an eine wirkliche Partizipation. Im Ergebnis sehen wir diese beiden Möglichkeiten. Entweder Senat und Koalition begeben sich auf diesen Weg der Beteiligung und Konsenssuche und gehen auf die Initiative mit konkreten Vorschlägen zu, oder sie machen den Weg frei für eine Abstimmung am 25. Mai. Das entspricht im Übrigen der Verfassung von Berlin, die 4 Monate bis zum Volksentscheid vorgibt. Wenn der Senat ein Votum über seine Pläne will, dann muss er an einer hohen Beteiligung interessiert sein. Einen zweiten Trick mit der Terminwahl sollte er nicht versuchen. Das Abgeordnetenhaus kann natürlich einen eigenen Gesetzentwurf oder Beschlussentwurf zur gleichzeitigen Abstimmung vorlegen, wohlgemerkt zeitgleich und nicht in manipulativer Weise vorher, wie beim Energievolksentscheid. Dieser Gesetzentwurf müsste spätestens 60 Tage vor dem Tag des Volksentscheides beschlossen sein, also Ende März. Diese Zeit sollte für die Meinungsbildung ausreichend sein. Bedenklich fand ich übrigens die aktuelle Äußerung eines SPD-Abgeordneten, es gehe nicht an, dass die Opposition mit Hilfe von Volksentscheiden Gesetze am Parlament vorbeimache. Was ist das für eine Geringschätzung in einer Regierungsfraktion gegenüber der Volksgesetzgebung, die man noch seinerzeit gemeinsam beschlossen hat? Es ist bekannt, dass wir das Anliegen des Volksbegehrens nicht zu 100% teilen. Wir sind aber weit näher an den Zielen der Initiative als an den Plänen des Senats. Wir wollen keine Bebauung am Columbiadamm, an der Oderstraße und entlang des S-Bahn-Rings. Wir drängen seit langem darauf, dass ein würdiger Gedenkort für das KZ Columbiadamm und die Zwangsarbeiterlager entsteht. Wir unterstützen einen zentralen Bibliotheksstandort, aber nicht um jeden Preis. Und wir sind für den Bau bezahlbarer Wohnungen, wollen jedoch keine Baufeldentwicklung für private Investoren. Wir halten lediglich am Tempelhofer Damm, da gibt es ja dann vielleicht schon einen Einigungsweg, Wohnungsbau im Zusammenhang mit dem Bibliotheksstandort für möglich.
ausschließlich von öffentlichen und dem Gemeinwohl verpflichteten Trägern mit dauerhaften sozialen Bindungen und bezahlbaren Mieten, und das nicht nur für 50, sondern für 100% der Wohnungen. Mit diesen Vorstellungen beteiligen wir uns an der jetzt wieder eröffneten Debatte, dank der Initiative und den vielen Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. Wir erwarten von Senat und Koalition, dass sie keine Fakten schaffen. Dazu gehört auch die Fortführung der B-Pläne und dass sie bereit sind für einen neuen Dialog. Vielen Dank.